Mission 2 geht uns einen eher langwierigen Auftrag. Wir sollen eine Flotte aus 10 Kriegsschiffen und 20 Fähren aufbauen und die Fähren noch dazu mit Soldaten füllen. Typ und Level sind zum Glück egal. Diese Schiffe sollen wir dann zu unseren Dieben in der südwestlichen Ecke der Karte bringen. Etwas erschwert wird dieses Vorhaben durch einen trojanischen Stützpunkt im Süden, der uns gelegentlich angreifen wird. Außerhalb von geskripteten Angriffen ist er theoretisch komplett passiv. Ihr solltet aber auf keinen Fall zulassen, dass er einen eurer Türme erobert. Wenn ihr diesen Turm dann zurückerobert, werden euch die Trojaner mit allem angreifen, was sie haben. Und das wird eine stattliche Armee mit 120% Kampfkraft sein. Diese Karte macht es euch leicht, Kohle, Gold und Stein in rauen Mengen zu finden. Dafür ist sie unglaublich sparsam in Sachen Eisen. Keines der Vorkommen eignet sich für mehr als eine Mine und manche sind selbst dafür ziemlich klein. Das nächstgelegene Eisenvorkommen befindet sich am oberen rechten Ende des Berges östlich eurer Startposition. Weitere Vorkommen gibt es nördlich davon, aber nur das unten am Hang besteht aus mehr als einem Feld. Ein drittes Vorkommen findet ihr nordwestlich eurer Startposition entlang dieser Straße. Wenn ihr der Straße folgt, findet ihr außerdem ein Lager mit Holzbrettern und Eisenbarren, die euch wahrscheinlich beim Schiffbau helfen sollen, aber vermutlich besser zur Überbrückung des Eisenmangels am Anfang genutzt werden sollten. Solange ihr die KI nicht triggert, solltet ihr keine ernsthaften Probleme haben. Beachtet aber, dass ihr an der Küste nicht so viel Platz habt, wie euch das Spiel zunächst denken lässt. Werften müssen Platz für die Schiffe einplanen, sodass ihr Umriss im Wasser tatsächlich ein gutes Stück größer ist, als man denken würde. An diese Küste passen 3, mit ein bisschen Getrickse vielleicht auch 4 Werften, aber nicht mehr. Ich empfehle, mit den Kriegsschiffen anzufangen, da diese länger brauchen und in der Zeit schon mal Soldaten vorzuproduzieren. Auf dieser Karte bietet es sich auch an, Gold überzuproduzieren, damit ihr Soldaten, die von Friedensstiften getroffen werden, schnell neu ausbilden könnt. Sobald sich eure Schiffe samt 300 Soldaten im Zielbereich befinden, habt ihr gewonnen.